Leute, vor mir liegt mein ganzes Kleingeld, was ich in meinem Portemonnaie gesammelt habe. Und wisst ihr, was ich damit immer mache? Ich habe eine fette Spardose. Und mein Kleingeld tue ich immer in diese Spardose rein. Also vor allem die roten Cents, 2 Euro Stücke, ne? Das gönne ich mir jetzt nicht so oft, weil das ist schon viel Geld. Eine große Überwindung, das einfach so hier reinzutun. Aber glaub mir, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Vor allem, ich habe damit angefangen damals, als ich noch nicht gearbeitet habe. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr so. Ich spare das einfach und irgendwann bringe ich es dann zur Bank und mache es zu normalem, großen Geld und gebe es dann für irgendwas aus. Zum Beispiel, als ich mir meine MCM-Tasche gekauft habe, habe ich auch meine Spardose geköpft und da waren fast 200 Euro drin und da habe ich fast 200 Euro irgendwie nicht richtig ausgegeben, weil das Geld, damit habe ich eh nicht mehr gerechnet. Und ja, deswegen, wenn ihr noch nicht damit angefangen habt, euer Geld in einer Spardose zu sparen, worauf wartet ihr? Ich habe das mal eine Zeit lang richtig konsequent durchgezogen, dass ich jeden Sonntag oder einmal in der Woche halt einfach mein Portemonnaie ausgeleert habe und das hier reingemacht habe, das Geld. Aber irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr gehabt. Und deswegen frage ich mich gerade, warum ich nur so wenig Kleingeld in meinem Portemonnaie habe, aber egal. Ich wurde ja bestohlen. Ich habe gerade einfach gespuckt. Kauft euch so eine Spardose. Vor allem, wenn ihr vielleicht einen Urlaub plant oder so oder irgendein Produkt kaufen wollt, was teurer ist, dann macht das einfach ein Jahr vorher oder so. Macht da immer euer Geld rein und ja, am Ende spart ihr dann irgendwie 200 Euro, 150 Euro, wie viel auch immer. Es ist halt so, als ob man das Geld nicht ausgibt, als ob es nicht das eigene Geld ist, weil es einfach eh die ganze Zeit hier drin war. Leute, guckt mal, wie schön. Aber ja, fangt damit an.